Dann zeige ich jetzt praktisch die Langstockform mit der rechten Hand, mit der linken Hand unten, der rechte Hand oben. Ich zähle jetzt, wie wenn ich meine Form mit dem Stock in der rechten Hand mache. Ich mache es jetzt ein paar Mal noch ganz langsam, dass es gut mitkommt. Also normal, so, so, egal. Und das ist jetzt die Form, dass ich sage, der Stock ist eine Lanze. Eins, zwei. Für Seitenwechsel muss ich praktisch die Stockspitze hinterm Kopf führen. Drei, vier. Ihr könnt Schrittarbeit machen. Fünf ist klar, Stich. Sechs, ich merke mir das als Tarnsau, Handfläche oben. Sechs, sieben, acht, neun und zehn aufs Knie. Neun, zehn, diagonal von unten nach oben. So, 11, jetzt muss ich wechseln, wie lässt sich das beschreiben? 12, 11, 12, kennst praktisch isoliert rausnehmen, dass man sich die Bewegung mal angewöhnt. Das war 11, 12, dann klar, 13, hier habe ich den Stock schon richtig, kann ich einfach rüber, 13, jetzt die Hände bleiben hier, 14. 13, 14 wäre diese Sequenz. Sicher bin ich hier ein bisschen verdreht, aber ich bleibe nicht, ich gehe gleich wieder raus. Nochmal ganz langsam zum Mitmachen. Eins, zwei, drei, vier. Diese Handstellung. Dann gehe ich mit der linken Hand rüber. 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt diagonal von unten nach oben. Linke Hand geht unter den Ellenbogen durch. 10. Linke Hand geht hoch, rechte Hand bleibt. 11. Dann kommt 12. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Also sozusagen man notiert diese Achter von unten nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aufs Knie. 11 hoch, linke Hand, 12. Also vielleicht sollte man das isoliert üben, dass man es hinbringt. 11, 12, und dann kommt 13, 14, wer immer das. Eins, zwei, drei, vier. Dann einfach zurück. Fünf, sechs, sieben, ein bisschen verdreht, es geht auch um die Vollständigkeit halber. 8, aufs Knie, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bin ich hier. Jetzt kommt 15, einfach mit der linken Hand, wie lässt sich es beschreiben? 15. 15, ich bin jetzt fest, weil meine Hände sind so überkreuzt, es geht nicht weiter, deswegen gehe ich mit der Hand hier, pam, häng fest, weiter. Häng fest, muss raus. Kannst dann auch hier fließend machen. Es hängt praktisch vom Abstand ab. Wenn ich von vornherein wüsste, dass ich weitermachen möchte, würde ich gleich innen parken. Jetzt ist es aber, dass ich sage Bump und dann erst wechsle ich. Bump. Beides ist möglich. Das, das. Jetzt geht es nicht direkt weiter, jetzt muss ich erst wechseln. Ich muss leider wieder von 1 anfangen, aber das macht ja nichts. Wir haben ja Zeit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, jetzt mit der Hand rein, 15, 16 über den Rücken, 17 Stich und rein auf der Seite, 18a, dann nach innen rüber,
18b, 19 ist so rüber, dann kommt 20, merkt es eigentlich mit Kahn, 20, 21, 22, dann kommt 21 Stück, 22 so vorne zurück, dann kommt 23, 24, 25. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Bin überkreuzt, linke Hand geht nach innen. 15, über den Rücken ziehen, 16, Stich und rein, 17, 18a, 18b, Zentrallinie kreuzen, 19, über den Rücken, kompletten Kreis, 20, Tarnsau, Stich und zurück, 21, Snap, 22, Snap, 23, 24, 25.